Und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mind Test Creator Server Let's Play. Nein, da. So, was ich gerne hätte, wäre das hier. Dankeschön. Also lang. So, das Ding kommt jetzt quasi so und so. Kopieren, einfügen. Ja, perfekt. Einfügen. Ja, so macht so ein bisschen den Eindruck, wie als wenn das Dinger, als wenn es quasi so ein durchgehender Balken, Stahlblech wäre und an dem Stahlblech hängen die Dinger dran. So. Das doch ideal. So. Gut, jetzt die Verkabel. Achso, ich muss eh nochmal dahinter. Dann nehme ich mal die bei dir nochmal ab. So, Kabel. Das Kabel geht von da nach da. Hier würde ich es denn gerne. Ja, das macht schon Sinn, wenn es hier hinten lang geht, ja. Aber bei denen nicht wirklich. Ich glaube, ich mache es noch hier vorne. Ja. Ich habe schon eine Idee, wie ich die Kabel hier lang führe. Das heißt, das HV-Kabel kommt hier, geht dann hier weg und geht dann da lang. Da oben dann rein. Das heißt, das Kabel geht hier weg und geht dann hier lang. So. Ach nee, halt. Das ist ja das MV-Kabel. Das MV-Kabel geht hier hinten lang. So. Ich pack dich mal noch da, genau. Oh, da fällt noch ein Kabel. Nein, ich bin gefangen. So viel Stuff hier. Goddammit. Oh ja, wir brauchen noch viel mehr Kabel. Ach du Scheiße. So, das Kabel geht nämlich hier hinten irgendwie weg. Gucken wir das später noch. Und das eigentlich Wichtige ist, ich komme gar nicht mehr lang. Verdammt. Ist das denn nämlich hier das HV-Kabel lang geht? Ja, aber brauchen wir auch noch mehr. So, das geht dann nämlich hier lang. Und dann so.
So. Und ja, wir brauchen auch noch mehr HV-Kabel. Gut, wobei, bei dem HV-Kabel kann ich erstmal gucken. Da müssen wir sowieso hier da unten noch das Kabel abbauen. Gucken wir mal, wie das hier aussieht. Achso, es endet da direkt. Ah, okay. Da war noch nicht so viel gemacht. Gut. Hier ist ein ganzer Block drin, ne? Wow. So. Genau, dann kommt das hier einfach wieder an der Stelle zu. Und das Kabel kommt nämlich nach da hinten lang geführt. So. Er kommt hier hinten nämlich raus und geht dann hier nach oben. Ja, so macht das Ganze Sinn. Gut, hier mit dem Dirt muss ich mir was Sinnvolles einfallen lassen. Das sieht ja hier aus wie Kacke. Ich wahrscheinlich einfach irgendwie eine Stahlleiter hier hochbauen oder sowas. Vielleicht sogar hier hinten. Habe ich Stahlleitern dabei? Nee, habe ich nicht. Gut, müssen wir später machen. Wobei, ganz ehrlich. Nee, du musst da bleiben. Du gehst noch da. Du kannst noch so gleich 15 Stück mit einmal. Super. Oh, unser Inventar ist voll. So, dann können wir hier mit dem Stahlleiter bauen. Die geht dann hier lang. Voilà. Guck mal hier wunderschön rein. So als Art Wartungsgang. Deswegen würde ich es nicht hier vorne bauen. Klar, das wäre natürlich besser, wenn man dann direkt ran kann, aber es soll ja eher so ein versteckter Wartungsgang sein. Deswegen hier vorne sollst du schön blank bleiben. So. Aber das schon mal. Wir brauchen definitiv noch mehr Kabel. Das ist. Gott, die Frage ist, wie viel Kabel brauchen wir noch? Ich sag mal so, eine ganze Menge. Also alleine hier brauchen wir 10, fast 20 Stück. Und bei dem Blau, bei dem Schwarzen brauchen wir auch noch mal. Hier vorne soll der Weg lang gehen. Das heißt, es kann zumindest erstmal bis hier hinkommen. Das alleine sind schon 20 Blöcke. Okay, wir brauchen eine ganze Menge Kabel. Habe ich noch Kabel dabei? Rein zufällig? Ich habe zumindest alles, was wir brauchen, Kabel zu machen. Und ein volles Inventar. Ist ja super. Erstmal hier ein bisschen Kladderadatsch raus. So, dann nehmen wir mal ein paar Kabel. Das sind gerade mal 30 Stück, das reicht nie im Leben für irgendwas. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Wir brauchen definitiv noch mehr Kabel. Viel mehr Kabel. Wir brauchen noch viel, viel mehr von allem. Wir brauchen mindestens, also über 100 schwarze Kabel.
Weil wir müssen ja dann aus den schwarzen Kabeln auch noch diese HV-Kabel machen. So, was haben wir denn? Haben wir denn hier noch irgendwas in der Pipeline? Hier haben wir noch was in der Pipeline, genau. So, haben wir noch etwas im Rucksack? Nö, gut, dann nehmen wir es mal von hier. Dankeschön. Und rein mit dir. So, und da braucht man jetzt das Zeug. Denn daraus machen wir jetzt diese schwarzen Dinger. Wenn ich nur noch mal weiß, wie. Annoying. Das ist ja annoying. Gut. Du nach da, du nach da. Das kann aber dauern. Brauchen wir also noch ganz viel von diesem Rohlatex. Wobei, ich meine, wir haben ja noch Rohlatex da. Das ist also auf jeden Fall machbar. So. Das alles, was wir an Latex bekommen, von all den Bäumen, die wir geschlachtet haben. Ah, das wäre echt nicht so viel. Ja, wir bekommen mal halt pro Baum. Einmal Rohlatex, ne? Also pro Baumblock meine ich jetzt so. Das ist echt nicht so viel. Das ist echt nicht so viel. Wie ich mir es erhofft habe. Jetzt haben wir mittlerweile ordentlich von diesen, was auch immer das für Dinger sein sollen. Also Rubber Fiber klingt für mich eher wie so ein Vollknäuel, aber es sieht eher aus wie so ein Gummiball. Don't know. So, was brauchen wir nochmal für HV? Da brauchen wir einfach nur Plaste, ne? Und Plaste haben wir noch eine Menge. Das sieht soweit also ganz gut aus. Dann brauchen wir noch diese Kabeldinger. Die könnte man ja auch einfärben. Wobei ich nicht weiß, ob ich sie einfärben möchte. Ich glaube, weiß ist actually ganz gut. Ich meine, schwarz wäre besser, aber dann hat es keinen Kontrast mehr zu dem Kabel. Von der ich glaube, ich bleibe bei weiß tatsächlich. Weiß macht am ehesten Sinn. Mal gucken, wie werden die Dinger gebaut. Wow. Da brauche ich auch Rohlatex für. Und dann gleich dreimal. Das ist dezent deprimierend. Okay. Da sollten wir also nicht alles zu schwarze Kugeln verballern. Sondern dann brauchen wir noch ein paar extra. Oh, okay. Ich meine, schwarze Kügelchen haben wir ja schon mehr als genug.
Ich hatte nur hier noch welche gehabt. Der hat, glaube ich, alle rausgenommen gehabt, ne? Ja, okay. Gut. Ey, geht das schon wieder los? Bist du immer noch da? Klar. Ist erst Folge 6 von 8. So. Damit hätten wir schon mal der Gabeljau. Wieso kann ich auf die Dinger nicht schleichen? Was war schon wieder kaputt? Ja, egal, geh ich in den Flugmodus. Lecco mio, sag ich da nur. Kann auf die Dinger echt nicht schleichen? Ah, ne. Weil er jeden Block als einzelnen Block betrachtet. Das ist ja stupid. So, jetzt brauchen wir erstmal. Ah, komm, her damit. So, und aus dem machen wir jetzt ein paar V-Kabel. Dankeschön. So. Ah, Flotte ist nicht ganz richtig. Jetzt ist richtig, genau. Was? Aber darf gerne auch beim German Bike Server weitermachen. Was soll ich denn da? Da kennt mich doch keiner. Bäh. Kann mich gar nicht so schön kreativ ausleben wie hier. Deswegen habe ich den ja gemacht. Weil das einfach der beste Server der Welt ist. Der beste. So einen guten Server findet ihr nirgendwo. Nirgendwo. Ihr Schweine. So. Bam. Damit ist HV schon mal gelegt. Jetzt muss ich mal schauen. Hier der Weg sollte hier lang gehen. Das heißt, hier auf der Höhe führe ich dann das Kabel lang. Ich baue hier den Weg am besten direkt mal aus, wo ist der Sache? Hey, hab ich so, das wäre also hier. You know what? Ich mache den Weg auf der Höhe hier. Ja. Der geht jetzt auf die Betonding rauf. Das macht Sinn. Das heißt, ich brauche bloß hier. Beziehungsweise, warum mache ich da Erde hin? Ich muss ja den Weg, muss ich ja aus irgendwas machen. Was nehme ich am dümmsten? Nehme ich diese Compressed Erde?
Mit dem P, bitte. Dankeschön. Ich kann nicht mehr schreiben, sag mal, was ist los mit mir? So, das wollte ich. Aber wir lernen eine ganze Menge Erde. Oder ich mache den Weg einfach aus Kies. Da wäre auch eine Menge. Das ist die Idee. Dann würde ich aber doch nochmal Erde drumherum machen. Sonst würde ja der Kies verlaufen, wenn man da langläuft. So. So, hier wir führen irgendwann die Straße lang. I don't know. Weiß noch nicht, wie breit die werden soll. So, und hier nebenbei wird dann das Kabel lang geführt. Und das führt dann da zum Haus. Das ist eine gute Idee. Die gefällt mir. Bin ich sehr stolz drauf. Und ganz ehrlich, weil das hier komisch aussieht, mache ich jetzt doch nochmal auch nochmal Erde. Ach, halt, ich wollte Erde. So, das ist gut. So, ich würde dich aber tatsächlich hier noch ein bisschen Terraforming betreiben. So ist gut. So. Das Kabel kommt auf Höhe. Nee, ich würde es noch eins höher machen. So auf die Höhe würde ich das Kabel. Ja, doch auf der Höhe ist gut. Ja. Amanakoim. Wie gesagt, da geht es jetzt zur Straße irgendwann. Achso, hier wird es natürlich ein bisschen höher. Muss ich noch mal gucken, wie ich das am besten mache. Da fällt mir schon was ein. Wichtiger wird vor allen Dingen hier die Stelle, der Knick. Denn hier wird das Kabel auch noch mit einmal wesentlich höher. So, wenn das Kabel hier so ein bisschen auf Kopfhöhe rumgeistert, ist nicht so schlimm, weil das ja bloß ein MV-Kabel. Das ist also nicht so schlimm wie beim HV-Kabel, aber das HV-Kabel sollte schon so sein, dass man das als Mensch nicht so einfach berühren kann. Also zumindest, wenn man not a technician ist. So, hier wird es jetzt spaßig. Hier muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich mache den Pfosten hier hin. Weiß nur nicht. Ja, doch, genau. Das Kabel geht so lang und geht dann hier einfach hoch. Ja. So, ist das richtige Höhe? Ich hoffe es. Perfekt. So, jetzt brauche ich jetzt bloß noch irgendwas, um die ganzen Mäste zu bauen. Okay. Ich mich die ganze Zeit halt nur noch hier vom süßen Gebäck ernähre. Let's go. So muss sein. Ich meine, es gibt ja zumindest verschiedene Farben.
Geschmacksrichtungen. Es ist also immer noch eine abwechslungsreiche Ernährung. Ja, also, ne? Wie waren die jetzt? Wir brauchen erstmal Holz. Dinger. Und zwar eine Menge Holzdinger. Ah ne, das sind das Mob-Fans. Wir brauchen die normalen, aber nur 6 Stück von. Also nicht so viel. Aber gar kein Problem. Warum haben wir so viel Dschungelholz? Holy shit. Kann man die auch aus Dschungelholz bauen, die Dinger? Warte mal kurz. Wie sind die Dinger jetzt überhaupt? So, einfach mal danach. Da bin ich wahrscheinlich schneller, sag ich doch. Ach, Post. Oder Post, wäre ja so ausgesprochen. Nee, ich brauche speziell Apfelholz. Das ist ja bedauerlich. Aber gut, ich meine, wir haben bereits 6 und dann haben wir schon 12 Stück davon. Sollte erstmal reichen. Da wird sowieso wahrscheinlich eher das Latex zuerst ausgehen. Ich nehme mal erst. Ja, komm, 10 Stück brauchen wir mindestens. So. Und die eigentlichen Pfosten, die können wir dann ja aus Dschungelholz machen. Dann nehmen wir mal, Alter, wie viel Holz, Alter. Einfach eine ganze Reihe voll. Let's go. Das ist ja absolut krank. Einfach nur krank. So, haben wir noch Stahltüren. Okay. Ja, sieht aus wie so ein Glitch. Wie so ein Grafikfehler. Da ist das ja schon sehr auffällig. Ah, verdammt. Oh ja, passt schon. So, wir brauchen das da. Ernsthaft? Sorry. Halt, nee. Warum? Danke. So. Wie war das jetzt überhaupt nochmal? Wir brauchen jetzt mal Stöcker. Oh, scheiße. Gut, wir brauchen jetzt mal Platz. Warum haben wir zweimal dort? Macht gar keinen Sinn. So. Da. Und jetzt so. Ich mal. Ah. Dann halt so hier. Danke. Okidoki. Oh Gott, wir haben viel zu viel Stöcker gemacht. Oh, wir haben viel zu viel Holz gemacht. Ah, es ist viel zu viel für alles zu viel. So. Fangen wir mal in der Ecke an. Hier so. Das ist natürlich unten hässlich. Ich werde also mal das hier gegen dort ersetzen. Hier unten kann es tatsächlich so bleiben. Dann sieht das gleich aus wie so ein verstärktes Ding. So, da. Wie war das jetzt? Ebenso geht es ja gar nicht. Okay, es geht direkt so. Okay, gut. Das heißt, ich wollte das mit dem vielleicht doch einfärben. Weil, da, ich meine, hier oben ist gut, dass es weiß ist, aber wenn auch die Verbindung da unten weiß ist, das sieht ein bisschen komisch aus.
Das sieht ein bisschen sehr abstrakt aus. Schon wieder welche gespawnt. Die spawnen sich aber hier was zusammen, ey. So, genau, geht nämlich hier das Kabel lang. Hier geht es einfach runter, eigenerweise. Und dann wird es unten wieder straff gehalten. Bis nach da vorne durch. Der kann oben bleiben. Sieht schnieke aus. Ja, ich bin mit dem Weiß irgendwie jetzt auch nicht so zufrieden. Ahaha. Ich wüsste aber nicht, welche Farbe wir sonst nehmen sollen. So braune sieht dann aus wie Kacke. Vielleicht ein bisschen dunkler machen, so grau. Grau wäre eine Option. Und, oh Gott, hier abzusehen wird richtig scheiße. Das ist 169. Dann machen wir 50. Aua. Boah. Und so einfach die ganze Reihe nach. Aber das dann in der nächsten Folge. Bis dann.